177k haben wir auf Tasche. Da kickt doch schon wieder ein Level ab rein. Geht das so nicht? Wenn ich mich auf den Tisch stelle, geht's nicht, aber hier geht's. So. Stufenaufstieg. Wir haben ja unser Geschick auf 50. Ich mach weiter Kondition hoch. Zack. Damit wir noch schwere Rüstungen tragen können. So. Ich habe zwei Sachen im Stream gesehen bei Ehrenbruder Distortion. Und zwar haben wir einen sehr, sehr wichtigen Talisman verpasst. Den werden wir jetzt nochmal gucken, ob wir den einsammeln können. Und in der Akademie habe ich gefühlt die Hälfte auch verpasst. Wir sind ja jetzt kein Zauberer mehr. Deshalb ist es jetzt nicht so schlimm, dass ich die ganzen Talismane da nicht eingesammelt habe. Aber ich will das Gebiet da trotzdem noch anschauen, auch für euch, ne? Falls ihr das Spiel ja dann auch nachspielt, damit ihr das dann auch nicht verpasst. So, jetzt muss ich ganz kurz abchecken. Hier ist falsch. Leider immer die ganzen Bonfires. Immer sehr verwirrend, was wo ist. Gerade jetzt durch dich herausgefunden, dass man in der Tafelrunde rasten kann. Ja, man braucht es ja nicht. Ne? Du kannst ja überall. Kannst ja überall rasten. Hier bin ich richtig, aber nicht bei Nacht, bitte. Zeit vertreiben. Gönn dir. Beziehungsweise hier ist auch falsch. Wir müssen da, wo Melinia auf uns wartet, und dann zurück. Na, da unten wartet sie. Jetzt müssen wir, glaube ich, den Aufzug zurücknehmen. Habe ich das letzte Mal einen Runenbogen gefloppt? Ja, meinen an. Habe ich einen Runenbogen gezündet? Ich weiß es nicht mehr. Muss ja sein, ich habe ja einen aktiv. Ja, Runenbogen Magic, der gleich wieder weg ist vom Fenster. Was ich nicht vermisst habe, die Viecher einfach. Doch unbedingt mal die stärkeren Heal-Flaschen. So. Hier oben, diese Viecher, die jetzt gerade auf uns schießen, da oben müssen wir nämlich hin. Lass mich mal kurz luschern. So. Ah, ich bin im Kampf, okay. Fünf! Also, meines Erachtens ist das weggeschmissen. Danke für die 5 verschenkten Subs. The Dark Tanjiro, ist das richtig? Danke für die 5, Chat. Gib mal eine Bombe. Und dieser Spell übrigens, der hier die ganze Zeit auf mich schießt, den kann man auch selber benutzen. Der ist sehr stark gegen eher menschliche Gegner. Wenn halt alle von diesen Faden, sag ich jetzt mal, treffen. Richtig ekliger Spell. Und hat ein übelst krasses Tracking. Und wenn Gegner ausweichen, dann tut dieser Fadenspell sogar noch eine Kurve fliegen und versucht noch zurückzukehren und trotzdem zu treffen. Wo bekommt man den? Keine Ahnung. Das Game ist so riesig, Bruder. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich alles eingesammelt habe. Einige Dinge weiß ich, aber viele habe ich auch vergessen. Weil man es halt mal nebenbei eingesammelt hat. So, hier müssten wir richtig sein, I guess. Nee, auch nicht. Hier auf der Brücke war ja dieser riesige Baum. Und hier hinten lag
Der Stein. Wir müssen noch eine Station höher. Oh, Ghost! Mit 10 verschenken Subs. Müssen wir wohl doch hier lang laufen. Vielen Dank, Ghost. Chat, gönnt mal ein paar Yippies und ein paar Bomben für den Bre. Jetzt fighte ich hier wieder die allerstärksten Ritter, Digga. Jetzt weiß ich, was ich nicht vermisst habe. Ey. Digga, gleich ist der Runenbogen wieder weg. Guckt euch die an. Guckt euch die an, Bro. Ich muss so weglaufen vor denen, weil die so irre stark sind. Ich muss sie damit töten. Nur so mache ich halt wirklich relevanten Schaden gegen die. Sind so irre, die Viecher. Ah ja, gönn dir, Bruder. Kein Problem. Macht er sich einfach wieder full life. Dark, danke nochmal für die 5. Komm an die 5. 9. Ich hoffe, ihr bedankt euch. Er pariert sogar mein Feuer weg, ne? Einfach zu smart. Ich weiß auch nicht, ob das so normal ist, dass ich denen so wenig Damage mache. Ich habe das Gefühl, die haben hohe Resistenzen gegen Feuer. Heilige Scheiße, Mann. Erstmal rasten, Digga, dass er wieder neu spawnen. Ich hole kurz meine Mimik. Die chillen hier einfach weiter. Tö, der tötet mich. Obwohl er mich nicht mal anvisiert, fast mit. Ich brauche unbedingt meine stärkeren Tränen. Hier wird nicht gesippt. Wir fighten ja auch nicht umsonst. Kriegen dick Runen rein. Kann man ja mal gebrauchen. So. Lasst mich kurz schauen. Ach so, da oben sind ja auch noch so Katapulte. Wie sind wir da hochgekommen? Weiß es jetzt wieder. Von hier zurücklaufen macht keinen Sinn. Wir müssen uns wieder eins weiter vorteleportieren. Wir gehen kurz, zack, Aggro resetten. Woher du die Asche bekommst. Ganz weit unten in den Katakomben. Hier. Hier in der Stadt. In einen von, ich glaube, in einen von den beiden. Und dann musst du sogar hinter so einer Wand, die mit Schlüsselstein gesichert ist, musst du die einsammeln. Also du kannst die verpassen, ne? Die ist nicht Main Story relevant, wenn du so willst. Mal gucken, ob hier richtig ist. Wir brauchen nämlich einen sehr starken Talisman-Chat. Hier ist auch falsch. So. Immer noch falsch. Immer noch falsch. Ich muss dahin, wo wir reingelaufen sind in die Stadt. Wo der Spaß quasi anfing. Hier ist richtig. Perfekt. Ah, danke dir, Diggi. Nehmen wir mal gerne die Kills mit. Die geben immer noch so viele Runen für uns. 156.000 für ein Level Up. So, ab hier müssen wir jetzt weiter. Und dann nach oben auf diese Äste. Nioh 1 und 2 PS5 Remake lohnt sich absolut. Baba Games.
Besonders kannst du es mit 120 Frames spielen. Wenn du es möchtest. Das ist saftig. Glaube, Story-Game-technisch ist nur die Remastered-Kollektion von, wie heißt's? Wie heißt nochmal der Film, der jetzt verfilmt wurde, Chat? Was so Tomb Raider ähnlich ist. Uncharted, genau. Uncharted läuft auch auf 120 Frames. Ey, danke für die 15 Euro, Mann. Erneut, Mann, Chat. Gönnt nochmal eine Rolli für den Bre. Danke für die, für den Support. Genau, Uncharted, die PS5-Version, läuft auch auf 120 Frames, wenn du das möchtest. Also Neo 1 und 2 Remastered-Kollektion und Uncharted Remastered-Kollektion, die einzigen beiden Spiele, die auf 120 Frames laufen. Also Story-Games, ne? COD, Shooter, 120 Frames auch, wenn du möchtest. Gibt es noch eigentlich ein Spiel, was auf 120 Frames läuft? Auf der PS5? Devil May Cry 5 läuft auch auf 120 Frames. Okay, das wusste ich nicht. So, lass mich mal schauen. Waren wir hier schon? Ah, hier ist die Leiter. Ah, wir werden auch mit der Leiter hier wieder hochgekommen. Okay. Okay, okay. I see. Fortnite auch? Okay. Das wusste ich nicht. Gibt es überhaupt eine PS5-Version für Fortnite? Also ich bin hier schon echt so oft langgelatscht in dem Gebiet. Bro, ich kenn's immer noch nicht auswendig. Verrückt. Oxygen, grüß dich. Moin, Meister. Ich liebe diesen Stichangriff. Ich muss mal eigentlich meine ganzen doppelten und dreifachen Rüstungen verkaufen. Kann ich bestimmt auch ein bisschen Kohle mitmachen. Gefühlt mache ich wirklich nur relevanten Schaden, wenn ich, also richtig viel Damage, wenn ich das benutze, ne? Das macht so einen Damage im Verhältnis zu den normalen Angriffen, ne? Komplett irre eigentlich. Komplett irre. Ah, danke, Bruder. Der andere hat sich verdünnisiert. Damage ist absolut Pock, aber man bekommt den halt nicht so oft bei Bossen durch, ne? Nach 14 Stunden den ersten Controller zu hauen, ja, da bist du ja noch entspannt geblieben. Mit Mondschein sind die One-Hit. Ist das wirklich so stark, die Waffe? Weil ich habe ja die Kriegsscherbe, die dann nochmal die aktive Waffenfähigkeit nochmal verstärkt, ne? So, sieht man mal ein Mana nach. Digga, mein Balken so lang, ne? So, zack, zack, zack. Ich glaube, ich bin hier falsch. Scheiße. Ich habe es nur nebenbei mit einem Auge in einem Livestream gesehen, wo das Item liegt. Ich weiß nicht genau, wie man da hinkommt. Da muss vielleicht jetzt gleich wieder der Ehrenbruder Chat mir helfen. Okay. Haben wir ein paar extra Runen gefarmt. Was soll der Geiz? Ich wollte noch was machen. Und zwar, lass mich mal schauen. Zack, zack. So, zack, das da ausrüsten.
Und das hier. Und in dem Menü. Genau. Bam, bam. Hier den Mana-Pot. So. Und oben die Beschwörung. Die Ehrenbruder-Mimik-Asche. So, zeig mal. Ah, jetzt ist er auf der falschen Seite. Zack. 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 So. Genau. Jetzt muss ich nämlich unten nicht mehr umschalten für Mana-Pots. Und dieser goldene Federfuß-Chat, der erhöht kurz euren Runen, eure Runenernte. Und wenn ihr das kurz nachdem ihr einen Boss gekleppt habt, konsumiert, dann knallt es richtig. Und man hat ja von denen ein paar auf Tasche. Kann man die eigentlich selber craften? Das wäre ja übelst OP. Kann man! Ja, moin! Bestes Item kann man einfach selber craften. Wie viele davon kann ich selber craften? Nur zwei. Warum? Ach, weil ich das goldene Glühwürmchen nur viermal hab und den Federtierfuß mit 4 Zehen. Wenn du den Drachenschild-Talisman suchst, der ist unten bei Malinia, wenn du wieder zurückgehst und dann links rausgehst, da ist eine Leiter hoch. Genau den möchte ich. Versteht der Chat? Jetzt muss ich unten nicht mehr umschalten wegen Mana-Pot, sondern kann jetzt über das Menü konsumieren. Dann habe ich einen Slot mehr, um diesen Fuß oder wie das Ding auch immer heißt, zu konsumieren für mehr Runen. Boah, es gibt so viele Runen, ne? Es ist so schön. So, jetzt hier wieder raus, oder was? Wie lange ziehst du Elden Ring noch durch? Danke für die Doni. Und wie lange ich durchziehe, na, bis wir komplett fertig sind. Und danach machen wir wahrscheinlich nochmal einen zweiten Run. Wird auch sich zeigen, wie weit ich mit Platin bin. Nach der Hauptquest wird mir wahrscheinlich nicht mehr viel fehlen zu Platin. Also vom Hauptgame meine ich. Die Viecher sind so gruselig. Erinnere mich ein bisschen an die Babys in Demon's Souls, die in diesen Teppichen rumkriechen. Geht der Fuß nicht bis zum Tod? Das weiß ich nicht. Es geht nur darum, man bekommt ja im Late Game wirklich extrem krasse Ressourcen von den Bossen an Runen. Und dann davor einfach einen Fuß konsumieren. Also nicht davor, sondern wenn du den Boss gelegt hast, einfach noch kurz reinploppen. Das sind halt so Strats, die siehst du halt auch bei anderen Streamern, ne? Da wäre ich selber nicht drauf gekommen. Einfach Pfeifert. So, wo sind wir denn jetzt hier? Davor oder danach? Die Runen von dem Boss kommen doch immer verzögert rein. Das dauert doch gefühlt 5 Sekunden oder länger sogar. Und da kannst du noch in Ruhe ein Item konsumieren. Du hast sogar so viel Zeit, dass du rein theoretisch den Goldskarabäus-Talisman auch noch anlegen könntest. Wenn du ihn nicht ausgerüstet hast beim Bosskill. Ach, hier ist eine Leiter, aber das ist nicht die richtige. Danke für die 5er Sub-Bomb. Selfmade, mein bester Chat. Gönnt meine Nipi eine Bombe. Also direkt nachdem er den Boss gelegt hat, das Item benutzen. Genau. Ich würde es aber nur empfehlen bei Main-Bossen. Ne? Außer du hast das Item jetzt so wie ich. Ne? Ich habe das nie benutzt. Ich habe jetzt noch 9 Stück auf Tasche. Und ich craft mir das jetzt auch noch zweimal, weil ich es kann. Zack. Was ist das hier? Erhöht kurz die Objektentdeckung. Aha. Erhöht quasi das Glück, ne? Habe ich 10 Stück und noch eins im Lager. Vielleicht habe ich sogar noch mehr im Lager, muss man mal gucken. Ah, nee. Dann hätte ich ja schon 10 im Inventar gehabt.
Was passiert, wenn du den Talisman, den Fuß benutzt und dann aus dem Inventar die goldenen Runen benutzt? Das ist eine gute Frage. Lass uns das doch mal probieren. Habe ich eine doppelte? Okay, das probieren wir jetzt. Guck mal. Goldene Rune Stufe 13. Nutzen. Plus 10.000. Jetzt benutze ich davor den goldenen Fuß. Aber ich glaube, die sind immer gleich. Ich glaube, die sind gecapped. Da erhöht sich, glaube ich, nicht der Input. Ja, siehst du, wieder 10.000. Aber was du von Gegnern halt jetzt reinbekommst, das erhöht sich dann. War eine gute Überlegung, mein Bester. Jo, Jungs, entspannt euch. Oh, ich hasse diese beiden. Ich muss hier so weglaufen, Alter. Das ist ehrenlos. Ja, komm, scheiße. Komm! Also, mein Herr. Send help! Guck mal, du kriegst dein Ding nicht durch. Es ist fürchterlich. Clappet bei Kana. Danke für die 5 verschenkten Subs, Mann. Chat, gönnt mal ein Jippie eine Bombe für den Bratan. Das ist wirklich fürchterlich. Ich weiß gar nicht. Weiß jemand, wie lange der goldene Finger wirkt? Ihr seht oben in der Buff-Leiste. Der Finger ist am Start. Drei Minuten mit 30% Buff. Das ist schon gut. Gleich war es das mit dem Runenbogen. Bro, es ist fast unmöglich, die zu bekämpfen, die beiden. Das sind einfach so irre. Ja, Sniper vorbei. Bruder, so an die Gnade gehastet. Heilige Scheiße. Aber der Fuß ist immer noch aktiv nach dem Rasten. Das ist ein Buff, der bleibt. Das finde ich geil. So, Chat, ich finde den Weg nicht, ne? Ich finde einfach den Weg nicht. Aber wenn man schnell reißt, dann ist er weg, oder? Ja, dann ist er weg, wenn man schnell reißt. Ah, gut zu wissen. Gut zu wissen. So, wir können uns nochmal einen Stufenaufstieg gönnen. Krass, ne? Wie viele Runen man immer noch farmt. Daran sieht man, dass ich bei dem Gebiet, glaube ich, nicht mal überlevelt bin. Sieht man ja auch gefühlt an dem Damage der Gegner. So, bin ich jetzt hier richtig? Ja, hier müsste ich richtig sein. Endlich. Ja. Perfekt. Geil. Zack. Hier waren wir nämlich noch gar nicht, glaube ich. Ja. Erinnert euch, dass wir waren gerade bei der Kirche. Waren wir unten. Da hat uns so ein Typ von oben abgesniped. Hier sind wir. Jetzt oben. Darum ging's. Wie komme ich jetzt hier rein, ohne dass ich komplett durchfalle? Einfach reinfallen lassen? Fängt mich der Balken auf Ehre. Ah, chillig! Ach, come on, Dicker, muss das sein. War da ein Fenster? Ja, das war es auch wieder komplett mit dem Runenbogen. Wollte ich eh nicht benutzen, den Runenbogen. Runenbogen ist für Pussys Kappa. So. Jetzt sind wir doch wieder falsch.
Mit Bananenhut wärst du safe drauf gewesen. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Alles gut. Was bringt der Runenbogen? Er aktiviert deine ausgerüstete Bossrune. In meinem Fall 5 Stats auf alles. So, hier ist aber falsch, ne? Genau, da kommen wir nur zu dem Balkon. So, zack. Okay, das Loch ist falsch. Hier ist aber noch eins. Ah, ne, das Loch ist richtig, das andere ist falsch. Ja, moin. Klar, dass ich wieder erstmal ins falsche Fall, aber ist okay. Danke, Jungs. Und hier ist es. Den Drachen Großschild-Talisman haben wir gebraucht. Echt gut versteckt, der Lachs. Lohnt sich die Rune noch, wenn alle Attribute cap sind? Ja, weil zum Beispiel deine Ausdauer und dein Leben und dein Mana sind ja nicht so krass gecapped. Gerade bei Mana ist es ganz interessant. Der Mana-Cap funktioniert andersrum. Je mehr Punkte du in Mana hast, desto mehr Mana bekommst du pro Punkt. Ab einem gewissen Cap 8 Mana pro Punkt. Was kann der? Der ist extrem gut. Der ist extrem gut auch gegen Melinia. Melinia? Ach, scheiße. Ihr wisst ja, wie sie heißt. Und zwar, lass mich kurz gucken. Wo ist er denn, der Wunderschöne? Da ist er. Erhöht die Resistenz gegen körperlichen Schaden enorm. Also quasi aller normaler Schaden. Ich mach mal kurz die Cam weg und die Werbung. Hup. Du siehst da rechts körperliche Resistenz 28, sorry. Und mit dem Talisman 42. Also plus 14, ne, also quasi 50% mehr körperliche Resistenz. Ja, das ist auf jeden Fall eine Menge. Nur für einen Talisman, ne? Das ist eine super, super, super gute. Super gute Version. Also von einem Talisman. Da gibt es eine Plus-2-Version. Und wo soll die sein, Pro? Weil ich glaube, dann tut dich Melinia nicht so krass 2-Hitten. Vielleicht nur 3-Hitten. Du musst die Shrimps essen. Die erhöhen auch körperliche Abwehr. Ja, ich mag eigentlich nicht so temporäre Buffs und so. Mag ich eigentlich nicht so. Shrimps, sagst du. Erhöht kurz die Robustheit, Immunität. Fleisch sind ja keine Shrimps, ne? Ich habe mich eigentlich mit diesem ganzen Konsum-Items noch nicht wirklich beschäftigt. 80 Stunden drin in der Olga. Den habe ich auch auf plus 1 oder plus 2, weiß auch nicht mehr woher. Wenn das jemand im Chat weiß, gerne sagen. Jetzt habe ich ja wenigstens ihn einmal. Dadurch sollten wir nochmal deutlich weniger Damage reinbekommen. Aber viele von den Rittern in dem Gebiet benutzen halt Hybridschaden mit Heilig, ne? So, jetzt machen wir in der Akademie weiter. Habe ich meine Runen wieder eingesammelt? Ja, habe ich. Perfekt. Moin, Meister. Wie viel hat der gerade gegeben? Chat, hatte der leuchtende Augen? Hat der gerade 30.000 Seelen gegeben? Ja, oder? Ey, Digga! Ach, der Aufzug ist nicht da. Oh, Digga, ist wieder so die Füße gebrochen.
37.000. Ja, ihr wisst ja, manche Gegner, das haben einen ganz seltenen Buff. Haben die so leuchtende Augen. Und wenn dieser Buff aktiv ist, geben die exorbitant mehr Runen. Oh, Bruder. Wo sind jetzt die Runen, Alter? Scheiße. Exorbitant. Mhm. Fünfmal mehr. In Drachentalisman plus 2 ist im Tornado-Gebiet. Okay, da kommen wir während der Main-Story sowieso noch hin. Meinte der Ehrebruder Twitch-Chat. Jetzt unsere Runen einsammeln, dann ganz schnell weg hier. Ich spiele auf der PS5, ja. Woher kommen die Klangperlen? Das kann ich dir auch nicht sagen, Bro. Die sind auch an ganz vielen Orten. Sind aber sehr, 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 sehr wichtige Items. Stich. Danke für die Runen. Zack. So ein bisschen weist ein das Spiel ja darauf hin, dass man irgendwie nach oben kommt, weil da Gegner sind. Und wo Gegner sind, muss man auch immer herkommen im Normalfall. Alter, hier gibt es so geisteskranke Runen in dem Gebiet. Wenn ich wollen würde, könnte ich hier richtig saftig Runen farmen noch. So, ich wollte mit euch in die Akademie rein. In die Akademie rein. Zum Forum der Debatte. Bald Hydrant-Emote, habe ich gehört. Hab kurz meiner Perle was gesagt und war dann direkt nochmal auf Doilet, Moilet. So, Chat. Ich hoffe, ihr wart dabei, wo wir in der Akademie auch den ein oder anderen Tod mitgenommen haben. Wo wir noch der Magier-Samurai waren. Wir haben hier tatsächlich die ein oder andere Abzweigung verpasst. Habe ich bei Distortion im Stream gesehen. Und das will ich jetzt noch nachholen. Weil, damit ihr es seht. Und damit ich auch die Items habe. Weil für Magier gibt es hier echt Baba-Items. So, war hier eine Leiter? Nee. Hier alles schön one-hitten. Beste Leben. So. Hier, die endlich mal richtig vermöbeln, die beiden. Oh mein Gott. Wie die immer abgefuckt haben. So ausgeknipst. Schmeckt. Quadrakel. Und der ist jetzt auch fällig. Ja, saftig, saftig, saftig. Ja, die beiden an der Stelle so schlimm. Besonders, weil man immer zum Boss laufen muss. Das haben sie auch mit Absicht gemacht. So, ich glaube, hier war richtig. Es gibt übrigens auch irgendeine Questline, wo man diesen Hut bei so einer Statue benutzen muss. Vielleicht weiß es jemand im Chat, wo das ist. Und dann kann man mit einer gewissen Geste und dem Hut auf, beziehungsweise dem Kopfschmuck, kann man den Turm öffnen. Den müsste ich auch haben. Zeig mal her. Ja, den normalen. Aber es gibt den noch in doppelt. Den Talisman hinter der verborgenen Wand habe ich. Und zwar, Chat, hier geht's einfach rüber. Zack. Das haben wir beim letzten Mal nicht gemacht. Ich check mal kurz ab, ob es hier auch weitergeht. Der normale reicht. Okay. Jetzt hat er gedroppt. Einfach drei Items auf einmal. Ah ne, hier waren wir. Okay, okay, okay. Den legendären Talisman habe ich nämlich eben nicht. Deshalb sind wir jetzt hier. Der ist erstens trophäenrelevant und zweitens mega gut für die Magier unter euch. Das muss nochmal zurückporten. Dün, 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 dün.
Ich weiß noch nicht, wo machen wir heute weiter? Im Schneegebiet, oder? Schneegebiet fertig und dann... Und dann dieses Gebiet? Nee, das ist das Falsche. Hier. Ich fürchte, ich weiß da auch, welcher Boss da kommt. Und auf den habe ich gar keinen Bock. Schauen wir mal. Jetzt sind wir natürlich in einem Low-Gebiet. Ein bisschen Spaß haben. Ein paar Items einsammeln. Und dann später werden wir wieder tot gefickt. Über die Dächer. Genau, hier war ich noch nicht. Ah, ist das schön. Mal OP zu sein. Aha, guck. Ein Hinweis, dass wir hier safe noch nicht waren. Noch ein Item. Goldene Runestufe. So. Auch einen magischen Schlüssel. Wofür ist der? Ich weiß, es gibt mehrere Talismane. Es gibt auch einen Talisman für stärkere Magie. Den haben wir gesammelt. Der ist bei dem Zugang zu dem Wolf-Boss. Den haben wir eingesammelt. Meteorbolzen. Wie kommen wir hier oben hin? Eine Station höher müssten wir. Ja, diesen Talisman für schnellere Cast-Time, den suche ich auch. Will am liebsten jedes Item einmal haben. Das ist die Frage, was ist hier richtig? War hier noch nicht. Hier rüber springen eventuell. Oder hier runter. Ich dachte, das reicht nicht. Das lasse ich unkommentiert. Irgendwo da muss auch noch ein Bonfire sein, weil hier zeigt der goldene Schleier noch in die Richtung. Oh Bruder, die Fragen. Och Chat. Och Chat. Chatting in the Chat. Ich bin ungefähr bei 80-90% des Spiels. Welcher Schleier, Digga? Was für ein Schleier? Kuckucks Schimmelstein. Kommen gleich wieder die Trompeten. Nein, nicht in dem Gebiet. Bei welchem Boss kommst du nicht weiter? Für Bosse habe ich auch den ein oder anderen Tipp, wenn du mir sagst, welcher Boss. Kann ich dir vielleicht helfen. Sagt der goldene Schleier wirklich aus, dass noch etwas fehlt? Hinter einem goldenen Schleier ist immer ein Boss. Im Normalfall. Also eigentlich immer. So. Wie soll man da rüberkommen zu dem Item? Muss irgendwie nochmal eine Leiter sein, wo man höher kommt. Und über uns ist auch offen.
So, diesmal. Ohne runterfallen. So, diesmal hier lang zuerst. Na, komm rüber. Hier ist noch ein Item. Und hier ist irgendwas. Vielleicht muss man hier mehrmals lang gehen. Die Frage, lohnt sich das für das Item? Wir gehen erstmal hier lang. Oh. Ob ich noch stärker werden kann? Ja, natürlich. Ich kann noch Stärke und Glauben jeweils auf 50 machen, bevor da auch das Hard Cap reinkickt. Und Mr. Krabs. Ah. Die Crab gibt es, glaube ich, irgendwo nochmal. Die droppt dann den Doppelhelm. Ja, guck mal, da ist auch noch eine von diesen Crabs. Das Interessante ist, ich glaube, wo ich im Stream an der Stelle war, da war der Twitch-Chat noch nicht so weit. Die Leute haben mich dann, die richtig Süchtigen unter euch, haben mich dann nach und nach eingeholt. Weil da hatte niemand gesagt, ey, Brudi, da und da liegt noch was. Das mit der geheimen Wand wurde mir gesagt. Und dem Talisman. Aber dieses Gebiet hier hatte keiner gecallt. So, magischer Schwertschlüsselstein. Wofür ist denn der? Der ist für irgendwas Besonderes, ne? Durchlesen den Lachs. Immer durchlesen. Wichtig und richtig. Entsiegelt ein Entsendungstor und zerfällt danach. Ach, super. Für die Glockentürme. Was für Glockentürme. Moin. Aha, guck mal, hier geht's rein. Bei die Dinger kann ich mich nicht so freuen. Kurz mal abchecken, ob sie noch wo lang. Einmal bitte freimachen hier den Weg, danke. Aha, aha, aha. Na kommt runter, ihr Süßen. Ich weiß doch, ihr wollt's. Ganz westlich von der Akademie sind 4 Türme. Westlich von der Akademie. Also hier oder was? Oder eher hier oben? Meinst du diese Türme? Das ja. Fünf. Eher im Norden. Also meines Erachtens ist das weggeschmissenes Geld. So, liegt irgendwas auf den den Kronleuchtern. Danke für die 5 verschenkten Subs, Barry, mein Bester. So, ich glaube, das ist jetzt... Ah, Schimmersteinschlüssel der Akademie. Nochmal ein anderes Item. Schlüssel für die 2 versiegelten Tore der Akademie. Okay. Zertrümmerungskristall. Schön, dass ich so stark bin. Einfach mal das Spaßpaket abonniert. So, jetzt hier noch Mr. Krabs. Da ist die Doppelkopfbedeckung. Ich habe noch nicht den Talisman gefunden. Schieb ganz anders. Mit 5 verschenkten Subs. Gönn noch mal ein Liebchen der Bombe für den Brie. Vielen Dank dir, mein Bester. So, die hier kennen wir nur zu gut.
Er tankt sogar einen Hit. Verrückt. Azurner Schimmersteinstab. 52 Weisheit braucht der? Ist der gut, Chat? Ein guter Zauberstab? Der braucht auch 52. Da steht jetzt nur Zauberscaling 60 dran, weil ich halt die Attribute dafür nicht habe. Aber der hat wahrscheinlich gute Scalings, oder? Wenn man den auflevelt. So, jetzt habe ich nicht den Talisman gefunden, Chat. Wegen dem Talisman bin ich hier eigentlich gekommen. Sind die Questlines mit den beiden Items, die ich gefunden habe, sind die Trophäen relevant? Also die Items, die man dann daraus bekommt eventuell? Ich wollte nur das Gebiet hier noch besuchen, weil ich es noch nicht besucht hatte. Weil einer der Talismane legendär ist, oder? Mit dem magischen Schlüssel bekommst du die zwei Talismane. Okay. Und wie genau? Ja, das Game ist krank. Ich denke auch jeden Tag, irgendwann ist es zu Ende, aber es ist nicht zu Ende. Und ich bin aber auch jetzt schon, fühle ich mich ein bisschen leer, weil ich weiß, irgendwann endet es. Deshalb bin ich froh, dass es noch lange nicht so weit ist. Jetzt nehmen wir noch die anderen Items mit, die wir noch nicht haben. Nicht streiten, Chat. Einfach das Richtige schreiben, wenn ihr es wisst. Weiß nicht. Okay, jetzt schon viele Questlines, aber alle auch noch nicht. TP zur Kirche mit der Schildkröte. Zur Kirche von Irrit. Ist das nicht die erste, die man nach dem Start besucht? Nee. Warte mal, wo waren die nochmal? Aha. Da sitzt doch dieser Magiergeselle, ne? Der verstoßen wurde. Machen wir gleich. Bekommst du die Geste für den Turm? Und mir gerne schon mal den Turm reinschreiben, wo ich dann hin muss, wenn ich die Geste habe. So, gibt es jetzt hier noch irgendwas? Wow, wow, wow. Stich. Zu komplex, um es in der Nachricht zu erklären. Hm. Das ist natürlich doof. Kannst du den Turm auch ohne Geste? Ich habe auch noch einen Turm, der verschlossen ist mit diesen großen Schildkröten. Für den legendären Talisman musst du zum Bonfire vom Wolfboss, dann gerade raus und rechts abbiegen und über das Geländer springen. Da ist eine Leiter. Vollmond-Armbrust. Okay. Oh, ist hier jemand? Ah, das sah aus wie ein NPC. Danke für den Fünfer, Travis. Bonfire vom Wolfboss.
Schauen wir doch mal nach. Hier ist Wiedergeburtsraum. Ich hoffe, es ist okay, Chat, wenn wir halt noch ein, zwei Items nachholen. Weil vielleicht skill ich mal wieder um als Magier und da brauchen wir die magischen Talismane. Wir machen aber gleich wieder im Late-Game-Gebiet weiter. Aha! Es geht, Ehrenbruder Chris. Ja, moin, hier ist noch ein Item, was ich nicht mache. Oh, einfach einen Runenbogen gefunden. Ehre. Danke für den Host, mein Bester. Danke, danke, danke. Schönen Abend an deine Community und dich. So, hier ist aber auch falsch. Wie schwer ist Bloodborne? Auch ein eher schweres Souls-Game, aber geil as fuck. Stufenausstieg, Kondition. Zack, zack. Große Bibliothek, Haupttor, Schulklassenraum. Danke noch für die ganzen Subs und Resubs, die reingekommen sind, Chat. Vielen Dank an die neuen Subs. Danke für die Resubs. Hier sind wir richtig. Ich erkenne die Stelle nur zu gut. Wenn es hier die Magier wieder das Leben versucht haben, schwer zu machen. Mortal Shell habe ich auch auf Platin, ja. Mortal Shell, ein geiles Souls-like von einem kleinen Team. Hat mir auch gebockt. Und besonders saftig auf Platin zu machen, weil du quasi einen No-Hit-Run machen musst. Weil du ohne Shell durchspielen musst. Und da one-hittet dich alles. So, der Donator meinte, über das Geländer springen. Hast du eigentlich eine Runenfarm benutzt? Eine Runenfarm? Was meint er denn damit? Meinst du einfach Runen gefarmt an einer Stelle? Nein, ich habe immer ganz normal gespielt. Aber ich kann euch gleich einen wilden Farmspot zeigen. Aber er meinte das Bonfire vom Wolf-Boss. Also wahrscheinlich das hier, was schon beim Wolf ist, ne? Dann geradeaus. Rechts abbiegen und über das Geländer springen. Ach, jetzt sind wir hier wieder. Okay, rechts abbiegen. Bro, da geht's nach unten. Ah, hier. Aha. Guck mal. Ja, moin, Digga. Man muss immer so gründlich über Balkon und so gucken. So. Ich würde halt empfehlen, dass man es mit diesen... Oh, was ist das hier? Aha, da ist er doch. Radagons Ikone, einer der legendären Talismane. Sieht auch irgendwie echt geil aus. Verkürzt die Zauberzeit. Sehr baba und wichtig und richtig gemacht.
Und ihr habt ja gerade gesehen, wo es den gibt. Echt easy zu mitnehmen. Muss man halt erstmal finden und wissen. Und Platin relevant. Wegen legendärer Talisman. So geile Secrets auf jeden. Hier noch ein Item. Okay. So, haben wir jetzt hier alles? Denke. Jetzt noch zu dem Magierlehrling. Mal schauen, was der uns dann sagt. Zählt das auch für die Waffentalente? Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass sie ja nicht zaubern, sondern Waffentalent benutzen, ne? Wie viele Legendäre gibt es? Das weiß ich nicht. Habe ich auch noch nicht nachgelesen. Ich mache erstmal den kompletten Run fertig und dann schaue ich mal, was mir noch fehlt. Und alles, was ich verpasst habe, hole ich im New Game Plus nach. Den Schimmersteinschlüssel überreichen. Ach du meine Güte. Thank you dearly. Now I can go back to the academy to resume my study of Glintstone sorceries and the very stars. Ach, jetzt kriege ich die Geste. Okay. With your blessing, perhaps. Who knows? For learning my. I never. Er gibt nicht mal neue Spells. Abgehoben. Okay, und welchen Turm kann ich jetzt mit der Geste und dem Kopf öffnen, Chat? Testosturm, Selvosturm, Rennersturm, Rannesturm. Den hier oder was? Ob ich Offstream level? Nein, Bruder. Jede einzelne Minute. Konnte der Stream miterleben. Warum sollte ich Offstream leveln, Bruder? Hier war ich aber schon. Es muss ein anderer sein. Wo so eine Statue ist. Hier ist falsch. Kirche. Konventierter Turm. Ah, das sieht richtig aus. Nice. Okay, jetzt brauchen wir den Doppelkopf. Zack. Und als Geste. Da. Wie hieß denn der Scheiß nochmal, was wir bekommen? Und das hier, oder? War falsch, oder was? Den normalen Kopf, nicht den Doppelkopf. Ah, die Geste war, glaube ich, richtig, ne? Ey. Okay, die Leiter ist da. Da wurde aber gar nichts angezeigt. Also, dass ich irgendwas richtig gemacht habe. Ey, wenn ich jetzt wieder nur einen Zauberslot bekomme, bin ich mad. Ugh.
Ja, super. Speicherplätze 10 habe ich jetzt. Naja, egal. Haben ist besser als brauchen. Gibt noch einen anderen. Okay, und welcher? Wie heißt der? Testosturm waren wir gerade. Nee, Haptik habe ich nicht. Warum sollte ich mir das ganze Spiel spoilern lassen mit einem Speedrun? Dass du Clownsnase dir das wieder antust, ist mir klar. Spiel lieber das Game mal durch, Haptik. Dann gibt's mal eigentlich guten Content in einem Stream zu sehen. Das wäre schön. Suche was Bestimmtes. Ich suche Magier-Items. Trügerischer Turm. Konventierter Randturm rechts oben Lirunia. Konventierter was? Konventierter. Check mir erstmal den ab. Das ist ein Siegelgefängnis. Hier waren wir schon, oder? Ein Siegelgefängnis hat einen legendären Talisman für Zauber. Und wo ist der Bulls? Hier waren wir schon. Ja. Ich glaube, der Turm gerade war schon richtig. Waren wir in dem schon? Altus Plateau Aufzug. Großer Aufzug von. Zack. Wo gibt's noch einen großen Aufzug? Oder so gruselig, was die für Geräusche machen. Wo war noch ein großer Aufzug? Dorf der rasenden Flammen. Da ist er. Aufzug von Dextus. Beim Baum rechts. Das ist er nicht. Bei Saurons Auge. Boah, Bruder, wo war das nochmal? Turm der rasenden Flamme. Ist da nicht Sauron? Ah, hier ist auch noch ein Aufzug. Und was ist jetzt bei dem Aufzug, Chat? Bei dem Aufzug von Dextus? Was ist das? Was gibt's da jetzt? Also in der Kirche von Sauron gibt's nichts mehr. Ach, da von rechts ist ein Siegelgefängnis. Vom Aufzug rechts, also hier quasi.
Und unten rechts vom Turm der rasenden Flamme ist der andere Magierturm. Unten rechts ist der rasenden Flamme. Der andere Magierturm. Hier, oder? Sieht noch aus wie ein Turm. Digga, ich habe schon so viele Stunden im Game und trotzdem gibt es noch viele Spots, die ich einfach nicht entdeckt habe. Erst den Aufzug hoch. Ja, ich habe mich ja jetzt hochgeportet. Ich bin ja jetzt oben. Und schauen wir mal. Danke wieder für die Hilfe, Chat. Und dicken Respekt, dass ihr das einfach teilweise aus dem Kopf wisst. Oh, ist noch ein Item auf Ehre. Da ist es. Nice. Erstmal den Kopf hier wechseln. Einmal bitte ohne Fallschaden. Das wäre eine ganz super Sache. Ah, tot. Es sah nicht so es sah nicht so tief aus. Es sah nicht so tief aus, muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Danke, haben Jungs. Tricks einfach Orientierung schlechter als Zoologie. Ausgeknipst. Es fliegen hier so Viecher rum. Oh nein, oh bei, oh mein Gott. Das war es wieder fast komplett. Ich glaube, hier kommt man nur hin über die Höhle unter mir. Ohne Fallschaden. Malenia habe ich nicht geklatscht. Nope. Und das wird auch so schnell, glaube ich, nicht passieren. Weil die ist schon sehr stark. Also als Nahkämpfer solo wird echt schwierig. Entweder mit Mimik oder man muss umbauen auf Magier. Und sie einfach auf, aus Distanz schallert. Dein Char kannst du reskillen in der Akademie, wenn du den Hauptboss da gelegt hast. Der bleibt dann als Händler bzw. ansprechbarer NPC bleibt er dann. Und da kannst du dich für eine Larventräne immer neu skillen lassen. Steinschwertschlüssel benutzen. Das ist jetzt hier richtig, Chat, oder was? Aber da habe ich jetzt diesen besonderen benutzt, oder? Was war jetzt der Trick dabei? Ich glaube, ich habe die normalen Sternschwertschlüssel. Hä? Einfach.
Spray. Range, Bro. Ah, da ist er, der legendäre Talisman. Oha, der gibt immerhin 31k. Nice. Danke, Chat. Noch ein legendärer Talisman mehr. Plus zwei quasi. Radagons Ikone, Godfrays Ikone. Verstärkt aufgeladene Zauber und Talente. Okay. Geil. Trügerischer Turm. Willst du magische Steinschlüssel benutzen? Ja klar, dafür haben wir ihn ja auch eingesammelt. Da muss ja irgendwo auch ein Item sein, wofür man das braucht. Ich. Dann checken wir den noch ab. Warte mal, Sword, die sehen auf der Karte aus wie Obelisken. Die Obelisken? Nichts entdeckt in die Richtung bei den Türmen. Und wo bringen die Portale dich hin? €40 für Neo-Kollektion, guter Preis. Ein sehr guter Preis. Du bekommst ja beide Hauptspiele plus alle DLCs. Drei Stück bei jedem Game, also sechs DLCs plus zwei Hauptspiele. Die DLCs von Neo 1 und 2 sind auch riesig, riesig. Das sieht doch wieder zu tief aus. Bring dich an geheime Orte. Westlich der Akademie. Müssen wir gleich mal gucken. Hier ist dieser Turm, wo Saurons Auge ist. Das habe ich schon kaputt gemacht. Also schreib mir das gerne nochmal gleich ein bisschen detaillierter, Swarty. Dass ich mir die Items hole. Thank you.
Schnitzel. Ja, ist sehr stark, die Waffe. Nur leider, die wahre Stärke ist halt immer nur im Start, wenn du dazu kommst, deine Schwarzflamme zu benutzen. Ne? Bro, wo schläfst du denn wieder hin? Also wirklich! Das macht mich so sauer, sowas. Oh! Hier sehen wir doch richtig aus, Chat. So, jetzt wieder. Den Kopf oder was? Na, wunderbar. Na dann. Bin mal gespannt. Komm, irgendwas Geiles. Oh, ich glaube, ich weiß, was sie gibt. Ja! Endlich mal wieder was Geiles. HIMARS, Kanone und Hammer. Geil. Danke, Chat. Wieder etwas, was wir mehr haben. So, und jetzt meinte Swarty, unter der Akademie gibt es so Portale. Aber wie erkenne ich die? Die Dinger etwa? Die drei Steine eventuell? Das Ding? Weil es drei sind? Swarty, send help, send nudes. Kapi? Westlich. Westlich der Akademie, also hier? Das Ding zum Beispiel oder was? Auf dem Berg. Okay, schade. Markiere mir mal das. Oder hier irgendwo. Da oder was? Riesenschmied südlich laufen. Am Riesenschmied. Danke für den Subgift. Grüße gehen raus. Oh, da oben sind doch Türme. Aber wie komme ich jetzt da hoch? Hochreiten einfach an der Seite oder was? Türme, Mörme. Doppelsprung. Kommen wir da überhaupt von unten hoch? Klar will ich Platin machen. Logisch, logisch, logisch. Na, guck mal. Waren wir da schon dran an dem Item? Mal checken. Oh, ist sogar noch zu. One-Hit. Da vermisse ich aber den einen Magie-Spell. Ist einfach so geil bei so Gegnergruppen.
Der läuft einfach weiter, auf entspannt. Hä? Kann man das erst öffnen, wenn man die Riesen tötet? Sieht so aus. Ich vernasch dich hier mit dir. Oh, karianisches Ritterschwert. Auch Magie durchdrängt. Es gibt so viele Schwerter und Großschwerter, die mit Magie durchdrängt sind in dem Spiel. Wahnsinn. Magier haben echt ein Good Life. Ich glaube, hier war ich auch noch nicht. Oh, Runenbogen Magic! Immer wichtig und richtig. Oh, der arme Wolf, er wollte nur Schnapp machen. Zeigst du noch mal kurz, wo das Siegelgefängnis war gerade? Sehr gerne. Sobald ich hier den Sniper oben töte. Hey, Ehrenbruder Kürbiskopf! Lass uns tanzen! Nee, doch nicht. Übrigens, der Kürbiskopf, wenn ihr den aufwertet, Chat, ist er mit der tankigste Gefährte. Weil wenn ihn Angriffe auf den Kürbiskopf treffen, dann tankt er die einfach komplett weg. Also die machen ihm dann fast gar keinen Schaden. Je nachdem, ob die halt Durchdringung haben, wie Magiezauber oder so. Aber normale physische Angriffe machen ihm eigentlich fast gar keinen Schaden von vorne halt, ne? Also das Siegelgefängnis. Das war hier bei dem Aufzug. Dann kommst du ja hier raus und läufst da in die große Burg rein. Und hier unten ist es quasi an der Ecke vom Krater. Ja. Kannst du einfach von dem, wenn du das schon hast, das Bonfire einfach zurückreiten, so wie ich. Oder du gehst halt den Aufzug hoch. Ja. Und da gibt's dann den Dorlesmann, den legendären. Noch eine Kiste. Ah, den habe ich gebraucht, Chat. Den Schmiedstein Stufe 4. Ganz wichtig. Wir sind hier tatsächlich jetzt auch noch in einem Gebiet, wo ich noch nicht war. Habe ich schon den Zahn bekommen, den ich bräuchte, um mein Schwert zu verbessern? Du meinst den Stein? Ja, ich habe mittlerweile mein Ehrenbruderschwert auf plus 10. Habe ich mich sehr gefreut, als ich den bekommen habe. Es gibt wohl von der letzten Schmiedsteinstufe gibt es auch wohl, glaube ich, nur 3 Stück. Oh, da hat er dieses Riesenschwert in der Hand. 3 Stück von den beiden, also 6 dann, ne? Vom normalen Schmiedstein und Dunkelschmiedstein. Sechs oder sieben von jeder Qualitätsstufe. Okay, dann gibt es ein paar mehr. Aber trotzdem noch wenig. Magischen Schwertschlüssel benutzen. Inventar. Ich habe davon jetzt nur einen. Wo gibt es denn die anderen? Und welcher lohnt sich am meisten, Sworty? 1, 2 oder 3?
Ein Schlüssel ist vor Ort, einer in der Akademie und der letzte im geheimen Zauberdorf, wo du die Fackeln anzünden musstest. Okay, da muss mir irgendein Mod ein Video schicken, weil die habe ich nicht gefunden. Ich habe jetzt einen gefunden in der Akademie. Dann hier muss ja dann noch einer rumliegen und 4 Glockentürme.